Hi. Eine meiner Lieblingsäxte ist von Wetterlings. Das ist die Wetterlings Forest Axe. Ich mal, was mir damit? Ich habe die jetzt also schon mal öfters mit Lard, also Schweineschmalz, eingerieben, den Griff. Anschließend mit Fixing Wax. Ich werde in einem anderen Video mal zeigen, wie man das macht. Eingerieben. Das ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als Bienenwachs, zusammengesetzt mit Vitamin E und anderen Sachen. Diese Scheide reibe ich auch grundsätzlich mit Schweineschmalz ein. Ich selber hergestellt habe. Oh, da ist noch was von der letzten Benutzung übrig. Wie man sehen kann, also das ist eine handgemachte Axt aus Schweden. Im Prinzip ist Wetterlings die gleiche Axtschmiede wie Grainsforce Brooks. Man kann auch sehen, dass sie handgemacht ist. Ne, guckt euch manche Baumarktäxte an. Die sind irgendwie uni. Also da sieht eine Axt aus wie die andere. Und das ist mit dieser hier nicht so. Also Grainsforce Brooks oder Wetterlings machen, das sind handgemachte Äxte. Da ist jede Axt ein Unikat. Und das erkennt man auch an diesem Griff, der hier dunkel ist und hier etwas heller. Ich hoffe, man kann das jetzt genau sehen. Wetterlings Genuine Hickory. Und ich hatte meine Grainsforce Brooks in der Weihnachtszeit benutzt, um einen Weihnachtsbaum zu fällen. Ich habe den erstmal entastet und dann, das war die Grainsforce Brooks Pine Forest Axe. Und ich hatte nach dem Entasten circa eine halbe Minute gebraucht. Und dann wollen wir mal gucken, wie das hier mit diesem Baum ist. Der ist. Im letzten Sommer habe ich den gesehen an meinem Camp, den ich sonst so benutze, auch das Video drehen. Der ist nicht gewachsen, der hat keine Früchte mehr getragen, keine Blätter getragen, also ist der auch gut fürs Fell.
oben noch ein Weg. Aber den doch relativ fix. Das war's. Kurzes Review. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.